Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu Genshin Impact. Wir müssen uns mal eben hochheilen, weil da um die Ecke wartet etwas Großes. So, ich glaube, das reicht. Attacker! Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin! Wum, 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 wum. Bam, 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 bam. Uiuiuiuiui. Zack, 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 zack. Ey, bleib mal locker, ja? In die Eier. Na ja, gut. In den Bauch eher. Da kommt irgendwas angeflogen. In die Schwachstelle. Wir müssen in die Schwachstelle schicken. Hier ist auch einfach kein Platz. Kein Platz zum Kämpfen. Oh, ja, komm, leg dich hin. Wir wissen beide, du bist so schwach. Du wirst mich niemals schaffen. Oh, voll daneben. Der Fall geht zum Mutti. Einfach sterben jetzt. Yeah, da fällt er. Guck mal, den hatten wir noch gar nicht. Weil die Kiste hier erschienen ist. Dillim, dillim, dillim. Was steht hier? Schnee überzog den Himmel. Die Säule, die vom Himmel stürzte, war zerrissen in drei. Diese Steintafel hat sich ebenfalls aktiviert. Ebenfalls hatten wir davon schon welche. Ja, abgesehen von der, die da unten ja ist. So. Und guck mal da. Ich glaube, hier waren wir allgemein noch gar nicht. Hier ist nämlich noch irgendwo. Darf ich an die Kiste? Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Hallo. Was für ein Holz haben wir hier? Kiefernzapfen, Kiefernholz, alles klar. Komm her. Komm her. Hi, ihr. Jo, blutroter Alldingsen-Gedöns. Haben wir. Ja, eigentlich müssen wir aber auch noch weiter runter. Weil. Oh, wo bist du? Oh, was ist denn das? Ein Erdnöckel? Hab ihn. Oh, das mag er wohl nicht. Ist mir egal. Ist mir egal, was du sagst. Uiuiui. Komm ruhig hier wieder rein. Wie unfair. Aua. Aua, tot. Alles klar. Der ist aber ein bisschen stärker als die anderen. Kann ich mich irgendwo wärmen? Kann ich mich irgendwo wärmen? Ja, hier oben. Komm mal da. Piep. Aua, aua, aua. Hier für dich. Ah, ja, ist noch eine Nummer. Du magst doch gerne Nummern, oder nicht? Guck mal, du bist auf dem dritten Platz. Überladen. Wir müssen nochmal überladen machen. Und nur so haben wir eine Chance. Immer schön. Zip, zip. Flup. So, jetzt hat er dieses Blitzsymbol und jetzt bam. Überladen. So, mach Haier. Schön Haier machen. Oh. Yeah. Da war auch so ein blutroter Ashat drin. Ashat Kauchachi. Fischl hat es leider nicht überlebt. Arme Fischl. Ja, was ist denn passiert? Kam auch immer so viel Geld rausgehüpft. Was macht hier komische Geräusche?
Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Hier könnte es eventuell reingehen. Von hier aus nur nach rechts. Ordentlich geschriebene Aufzeichnung. Okay. Aber erstmal eben Feuer machen. Zum Wärmen. Untersuchen. Auf dem Weg hierher ist nichts Schlimmes passiert. Das Wetter bleibt in der Tat schön. Es scheint, dass sich mein Los endlich gewendet hat. Vielleicht kann ich doch noch zum Gipfel aufbrechen. Ich werde es einfach ausprobieren. Wenn etwas passiert, werde ich sofort umkehren. Das ist das zweite Lager. Da war der Abenteuer. Lass uns weitergehen. Vielleicht entdecken wir einige Hinweise. Pein um. Rede nicht immer so schnell. So schnell kann ich gar nicht zuhören. Was seid ihr? Sternsilbererz. Und noch eine Kiste. Was? Was sagt er? Jump, jump, bam. Cola, cola, cola. Okay, also ich glaube, von hier geht's doch nicht rein. Also von hier geht's halt da unten noch hin, aber. Ah, hier ist schon wieder nichts Rotes. Da muss es doch irgendwie runtergehen und dann so eine Höhle dahin führen. Und was mache ich hier überhaupt eigentlich? Ich wollte doch ganz woanders hin. Wir waren auch gerade noch im Gingendorf, also in der letzten Folge. Und warum blubbt das da so? Sehr verdächtig. Ich mach mal den hier. Uiuiui, kalt, kalt, kalt. Oh, das will ich doch gar nicht. Dann mit 10 Erze, auch das haben wir geschafft. Hier ist eine Höhle. Hier geht's rein. Ach, das ist was ganz anderes. Ach, hier waren wir doch auch schon. Sogar vor ein paar Folgen erst. Also so wie die klingt, gefällt es ihr doch. So, und das reicht halt niemals bis dahin, ne? Also das ist nicht die Rätsellösung. Mal gucken. Aber das reicht bis hier. Ich meine, ich kann ja gucken, wie weit das reicht. Ob das bis hierhin reicht. Ich guck mal da, vielleicht ist hier noch was. Das sieht nämlich auch schon so verdächtig aus, weil hier ein Baum ist. Bäume sind verdächtig. Hui. Also eigentlich, wir müssen, glaube ich, durch das Tor. Dafür müssen wir halt ziemlich weit runter. Der Eingang ist hier auf der Seite. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man irgendwie von hier und dann die ganze Zeit unterm Berg lang läuft. Das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Aber hier sind wir eindeutig zu hoch. Warum habe ich hier eigentlich so ein Symbol noch? Vielleicht von dort aus oder so? Ich gehe mal da kicken, was wir da haben. Da ist auch noch Feuer. Ich denke mal, das dient einfach nur dazu, um mich zu wärmen, ne? Wie so ein kleiner Zwischenposten.
Protokollnummer, Hut, die, du, die, 2, 3, 5, 8, Riedel, die. Was haben wir hier? Zerfledderte Notizen. Der Schneesturm hat sich gelegt. Das ist ein Glücksfall. Hoffentlich ist es ein gutes Zeichen. Endlich habe ich Ingbert beseitigt. Konnte mich unter den Umständen nicht um Lusa kümmern. Aber mit dieser Wunde sollte das kein Problem sein. Als nächstes gehe ich in den Osten, wo der Berg auf das Meer trifft. Wenn ich es soweit schaffe, dann habe ich eine Chance zu überleben. Im Osten, wo der... Ja, hier. Aber was habe ich hier gemacht? Das wird mich viel eher interessieren. Ah, die Herausforderung. Diesmal schaffen wir die. Sabachio! Die ist schon mal weg. So, jetzt noch du. Fett überladen. So, du bist weg. Jetzt kommt der Dicke. Und ein paar Minuten haben wir für den sogar noch. Aua, aua. Ich muss ihn ein bisschen anblitzen, damit wir überladen haben. Und vielleicht mal eben was essen, das glaube ich ist auch ganz schlau. Warte, einmal überladen machen. Aua, aua, aua. Okay, so geht auch. Sollen wir die ganze Zeit überladen? Komm mal, easy. Boom, 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 boom. Und drei Kisten gibt's dafür. Uiu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 i. Oh yeah. So, dann kann das Symbol ja jetzt hier weg. Dann haben wir ja easy gemacht. Ob wir hier noch irgendwelche Sachen haben? Ja, hier haben wir noch diese Sachen, ne? Ich geh mal dahin. Da ist noch so ein Schlüsselding. Ich meine, wir haben ja zwei Schlüssel für Mondstadt und ich glaube, der Drachenberg zählte doch zu Mondstadt, oder? Aua. Guck mal, hier geht's auch rein. Mhm. Kommen wir da rein? Was seid ihr für Dinger? Und warum leuchtest du so komisch? Juju. Aber na gut, dann gehen wir mal zu dem Symbol da. Wo auch immer das jetzt sein mag. Mit einem Leben überlebt. Und tschüss. Heißt das, das ist hier unten? Ist es kalt? Ja, schau dir das an. Kommt es daher, dass es hier kein Sonnenlicht gibt oder hat es etwas mit diesen blauen Pflanzen oder diesen Gedön zu tun? Blaue Pflanzen? Achso, da.
Ich komme da gar nicht rein. Oh. Aua. Okay, ich glaube, wir müssen erst die Herausforderung machen, oder? Ja. Ja, warte, ja, mache ich gleich mit hier. Anscheinend hatten wir ja mal Schwierigkeiten, das hier zu machen. Mehr Gegner, Mamas. Da hinten, ich komme. Hatten wir früher wirklich hier solche Schwierigkeiten? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, was abgeht. Oh, ich glaube, das lag an den Magiern, oder? Wenn ich schon so drei Magier sehe. Ja, kriege ich ja das Kotzen. So, der ist weg. Hä? Ich glaube, da liegt einer am Eis. Nee, das war's. Barriere ist weg. Super. Hallo? Hallo? So, und ich glaube, wenn wir den gleich tot haben, dann müsste doch das Eis oben aufgehen, oder? Oder hier, diese Eiswand da halt auch. Hier ist ja genauso eine. Ja. Hier kommen wir ja auch nicht durch. Ist das kalt. Ach, labert die das jetzt immer, wenn man hier unten ist? Kann man die nicht einfach mit einem Pfeil jetzt da so hinschießen? Zählt das nicht? Als Schuss? Ja. Super. Dann gönnen wir ihr mal eben was zu essen. Hier so einen schönen Pudding. Ich war ganz spendabel. Ich habe sogar jeden einen Pudding gegönnt. Okay, jetzt ist die Frage, wo sind die anderen Roten, ne? Und wie viele Rote braucht man? Hier fehlt noch nicht, ne. Dann kann das auch sein, dass da noch welche sind? Ja. Ist das kalt. Schnauze. Peinarm ist auch mal gut jetzt. Ich komme ums Eck. Was wollt ihr? Ich gebe nicht mal Loot. Geht weg. Aber die geben 100 Gold. Naja. So, haben wir hier noch was Rotes? Da haben wir noch was Rotes. Ja, ja. Tschüss. Renn um dein Leben. Ich renne. Stürz ab. Pum. Starten. Mal gucken, was passiert. Vielleicht geht die Barriere auch oben auf dem Gipfel. Vielleicht geht die ja weg, wenn man alle Pflanzen kaputt macht. Auf jeden Fall ist die Barriere jetzt auch weg.
Jetzt kann ich hier einfach durch. Aua. Waren wir schon auf der Seite eigentlich? Ja, ne, wahrscheinlich, ne? Da oben war ja auch noch eine Barriere. Da will ich auch gleich mal eben hin. Chang, 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 chang. Ich muss mich heilen. Ja, heilen sag ich schon. Ja, heilen gleich auch. Wärme, 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 wärme. Seid ihr Wärmequellen? Nein, seid ihr nicht. Bist du eine Wärmequelle? Hallo. Ah, er wollte durchdrehen, hat es nicht geschafft. Geil. Ich glaube, hier darf man gar nicht durch, oder? Darf ich hier durch? Doch, ist nur ein bisschen windig. Hi. Darf ich in dein Haus? Ich glaube, das will er nicht. Wärmen hier an dem. Uiuiui. Uiuiui. Komm gleich wieder. Kalt, eisig. Huch, da kommt ja einer rausgehüpft. Der Boss ist jetzt eh wieder auf Null, ne? Immer hier wieder so einen leckeren Pudding. So, machen wir den mal eben. Ich glaube, da drinnen frieren wir einfach nur schneller, ne? Kann das sein? Da oben. Hier will ein... Ich möchte ein Dings nehmen. Dann könnten wir uns hier oben wehren. Frage ist nur, wo ist dieser blöde Geist jetzt davon? Hier oben wahrscheinlich nicht, oder? Ach nö. Ach nö. Nö. Schnell zurück. Schneller. Schneller. Ja, das ist ganz schön kalt. Zieht auch ganz schön, ne? Aber ich glaube, da oben ist der Geist, ne? Wackelt der da oben? Ja, da oben wackelt er. Das heißt, wir müssen ja eigentlich nur da hoch. Dann hätten wir auf jeden Fall eine Wärmequelle. Guck mal, hier ist das nicht so kalt. Hier ist Windschutz. Oh, jetzt gehen die Temperaturen aber wieder ordentlich hoch. Ah, das reicht nicht, ne? Doch, es reicht. Seele, wärme mich. Warte auf mich. Danke, danke, danke. Okay. Dann von hier aus jetzt. Attacke! Schnell tot machen. Ganz viele Superleiter reinhauen. Ich sehe gar nichts, aber egal. Hier noch einen Vogel raushauen. Und weiter. Oh, er weiß gar nicht, was los ist. Er weiß gar nicht, was los ist.
Oh, er weiß gar nicht, was los ist. Was mach ich? Jo, erwischt. Wie? Nicht mal eine Kiste für? Ich komme. Ich komme, nein, bitte nicht sterben. Ich bin da. Nicht mal eine Kiste gab's dafür. Okay, dann porten wir uns jetzt da wieder rein. Wo war das hier, ne? Nee, der, ne? Aber erstmal gucke ich mal eben hier draußen, ob hier draußen noch irgendwas ist. Bevor ich mich jetzt da reinporte. Haben wir mit denen schon geredet? 2, 2, 3, 2, 2, 2, 5, 8, 30. Ist hier irgendwas? Hier war ich jetzt wirklich nur er? Mehr war hier nicht? Kann ich gar nicht glauben. Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Ey, ich jogg da einfach ganz gemütlich hoch. Da, 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 da. Die Look, oben am Berg ist die Look. Die Look. Ey, das macht so keinen Sinn. Ich geh da wieder rein. Ach, das ist er ja gar nicht. Das ist ja der hier draußen, der uns die ganze Zeit gewärmt hat. Das ist der hier. Aber ich habe ja hier so ein Symbol. Sollte das das hier heißen? War das das Symbol, was ich gesucht habe? Activation. Ein Schneehase. Schneehase. Komm her. Egal. Du darfst leben. Nee, das war doch kein Hase. Egal, der ist da rumgehobbelt. War für mich ein Schneehase. Mit der Tür. War damit vielleicht das Ding gemeint? Diese Barriere? Wahrscheinlich, ne? Ja, dann bedeutet das aber, dass unten dann doch nicht von der anderen Seite. Aber wir müssen ja von der anderen Seite, wir müssen da doch irgendwie ran. Ich verstehe das nicht so ganz. Die Barriere geht nur auf, wenn wir... wenn wir die Blume kaputt machen. Aber um die Blume kaputt zu machen, fällt uns ein roter. Ich glaube, ich bin nicht gestartet, das einfach mal. Keine Ahnung, wo ich jetzt schon wieder bin. Was haben wir hier? Öffnen. Haben wir schon einen Schlüssel dafür? Oh, einen haben wir schon. Schmuckkästchen des Archivars. Cool. Ach, hier ist das Schlüsselsymbol, oder? Ja, hier haben wir das. Da bin ich auch mal gespannt, wann wir da die zwei kriegen. Okay, so. Und die zwei Symbole, die ich jetzt hier noch gesetzt habe, ist die Frage, haben wir sie jetzt gemacht oder nicht? Der dicke, also dieses Attackensymbol da, sag ich mal, das könnte natürlich der hier sein. Der. Ja, scheint ja zu sein. Haben wir den schon aktiviert? Verfluchte den Fluss der Elemente zu richten, aber der Baum war bereits verwelkt, nachdem die Prinzessin begraben wurde. Ja, haben wir. Okay, dann heile ich mich mal eben mit einem leckeren Pudding. Hier fehlen noch drei Symbole.
Da ist noch so ein rotes Gedöns. Warte mal, hier ist ein rotes Gedöns. Sind wir? Nee, doch. Oder? Von hier aus dahin? Kann man ja ausprobieren gleich. So, die drei Symbole, bist du das? Nee. Du da hinten? Du? Hä? Welches Symbol fehlt denn? Was ist denn jetzt hier nicht an? Ah, ich glaube, der ist noch im Eis, ne? Aber hier haben wir Eis. Das war nix. Habe ich nicht richtig getroffen. Dann gleich nochmal. Quatsch. Ach lol. Sieh mal einer an, sagt er. Manchmal übersetze ich das ja für euch, weil ich glaube nicht, dass euer Japanisch so gut ist wie mein Japanisch. So, hier ist das Ding. Okay. Let's go! Bam, 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 bam. Also, kommst du mal hier wieder rein? Uiuiuiuiui. Geh weg. Also die Ulti ist hier gerade mega verschwendet. Überladen, überladen, Piep. Piep. Attacke. Mach ihn nieder. Auf die Knie mit dir. Er macht schon wieder ein Kamehameha. Keine Lust mehr oder was? Piep. 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 Oh. Vier Kisten auf einen Schlag. Guck mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh yeah. Haben wir schon 50.000 Money Money? Steht das hier? Nee, ne? Steht nur im Inventar, ne? Ja, haben wir dicke. Okay, dann kann das Symbol ja weg. Und ich glaube, das dann auch. Weil ich glaube, das hatten wir dann jetzt, ne? Falls ich mich irre, dann ist das halt so. Ich glaube, das war das, die Herausforderung, die wir da hatten. Hui. Da oben in der Kiste. Nein, mein Schwert ist runtergeflogen. Ich spring da bestimmt nicht hinterher. Ganz ehrlich, scheiß auf das Spiel. Ach, scheiß auf das Spiel, genau. Ja, scheiß auf das Spiel, ne? Scheiß auf das Schwert, meine ich natürlich. Das ist kalt. Vielleicht sollten wir einen Abnahmeweg. Ey! Hey, wo bin ich jetzt denn? Wieso? Wieso bin ich denn hier auf einmal?
Ich geh mal da gucken, ob wir von da irgendwie da reinkommen. So, und dann möchte ich gerne da, also sprich hinter uns. Und dann hier hoch. Ja, oh, oh, ja, vergrabene Stadt. Ja, das sieht richtig aus. Oh, guck mal, hier sind wir auf der anderen Seite. Ist das das, was ich die ganze Zeit gesucht habe? Ich zweifle noch. Ja, das ist auf jeden Fall die Seite. Aber hier wäre auch kein rotes. Wir müssen von der anderen Seite, wo die Kiste ist. Ist eigentlich hier. Ich komme mal da an. Vielleicht ist das ja so ein mega langer Weg durch den Tunnel. Ich möchte da echt gerne hoch. Ich meine, hier ist ja ein Eingang, ne? Ich meine, hier geht's ja rein. Ob es jetzt bis dahin geht, bezweifle ich. Aber wenn man hier noch vielleicht abbiegt. Der Schneesturm vom Gipfel war zu schnell da. Ich hatte kaum genug Zeit, um mich in diese Höhle zu schleichen. Die Hälfte meiner Vorräte ging auch verloren. Ich verstehe auch nicht, warum. Aber die Felsen über der Höhle sind plötzlich eingestürzt und haben den Eingang mit den herabstürzenden Geröll verschlossen. Das ist schrecklich. Aber ich glaube, dass es für mich einen weiteren Ausweg gibt. Das andere Ende dieser Höhle ist zwar eine Klippe, aber darunter liegt nichts als tiefer Schnee. Wenn ich versuche, eine gewisse Strecke nach unten zu klettern und dann den Rest des Weges springe, meine Vorräte reichen nicht länger als ein paar Tage. Ich muss schnell handeln. Ich habe Joel versprochen, dass ich ihn mitnehmen würde, um den Schnee zu bestaunen. Ich werde dieses Versprechen nicht brechen. Oh ja, falls jemand diese Zettel sieht, bitte leg etwas Futter in den Futternapf für diese Füchse. Die leisteten mir die ganze Zeit Gesellschaft. Ne, Füchse kriegen von mir kein Futter. Als ich hier eingeschlossen war. Wenn ich die Chance habe, würde ich Joel gerne mitnehmen, um sie wiederzusehen. Es gibt hier nichts außer diese Notiz und diesem Schlüssel. Der Abenteuer ist also nirgendwo zu finden. Peinom hofft, dass er es mittlerweile sicher zurück zur Basis wird. Vielleicht sollten wir Joel davon berichten, was geschehen ist. Das hier ist das Sagen. Ich muss mich nicht warm. Was? Ein Schlüssel? Wofür ist denn der Schlüssel? Guck mal, da ist so ein. Oder vielleicht. Sie ist ja kleiner. Nee. Okay, hier ist die Klippe von. Von dem da. Von dem der Zettel geredet hat, ne? Hey, und jetzt rennen die wieder weg. Nochmal die richtigen. Immer groß rummocken. Und wenn die Rüstung fällt. Also er redet hiervon, aber. Ich geh mal den anderen Weg da. Ja, ja. Wir hätten das Feuer hier schon wieder ausgemacht. Also ich gehe davon aus, dass der Wind sich verzieht. Hä? Komm wieder rein. Da kommen wir gar nicht rein, wa? Ja, gut.
Ich gehe noch mal in das, da haben wir auch noch so ein Symbol. Geht da mal eben hin. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich komme! Haben wir hier was Rotes? Ich guck mal eben da oben. Schlummerdrachental. Guck mal eben auf hier oben. Was Rotes haben. Nein, komm, nicht abschätzen. Oh, gut. Ist hier was Rotes? Oh, was ist das denn? Das ist einfach dicken Lager. Hui! Was da alles rausgesprungen kommt. Tisch betrachten. Das sieht wie ein Alchemie-Arbeitstisch aus. Hier sind einige Tränke und andere Apparate ausgelegt. Dieses Experiment scheint noch in Gang zu sein. Kann man es einfach so hier allein lassen? Nee, dann kommt eine Hobblase und klaut hier einfach alles. Weizen. Nix. Butter anscheinend oder so. Herstellen. Regal betrachten. Die ganzen Sachen hier scheinen überhaupt nicht eingestaubt zu sein. Jemand muss in diesem Lager gewesen sein. Also kann ich jetzt hier... Erde und Wasser, Feuer und Wind. Helft mir zu schaffen, die Dinge geschwind. Mhm. Okay, ich mach mir mal so einen Feuertrank. So einen Wärmetrank oder wie der heißt. Wofür ist der? Verbesserung. Material. Hitzeständ. Nee, Hitze nicht. Winter. Den brauchen wir, ne? Aller Truppenmitglieder erhöht Kyro-Widerstand. Also, das müsste ja eigentlich. Oder brauche ich so einen? Erhöht. Achso, nee, das Schaden. Ist das auch hier für die Umgebung? Ich mach den einfach mal. Mit Lisa. Ich meine, ein Lotus an ein Ding. Komm, let's go. Bing. So, jetzt trinke ich den mal. 5 Minuten gilt da nur, ne? Wo ist er denn? Da essen wahrscheinlich, ne? Oh, sieh mal an, dass wir davon schon so viele haben. 7 Stück nämlich. So, getrunken. Tisch betrachten. Kann man hier noch was betrachten? Ne, das war's einfach. Jetzt komme ich. Bam. Oh, wir fehlen gar nicht. Tatsache. Und wir haben so viele Tränke davon. Hätten wir mal die ganze Zeit immer machen können. Ne? So dicken Kämpfen zum Beispiel. So, aber dich muss ich ja irgendwie noch kaputt kriegen. Wo ist also? Ah ne, wir frieren doch. Und das ist immer noch genauso schnell. Wo ist denn hier jetzt jemand? Mein PC erinnert mich, dass ich morgen Geburtstag habe. Also wenn die Folge rauskommt, habe ich schon vor einer Woche Geburtstag gehabt. Also herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Aber woher weiß mein PC denn, dass ich Geburtstag habe morgen? Das ist ja... Das ist... Gruselig. Och nö. Wir müssen ihn überladen. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit unten rechts in der Ecke Geburtstag von Hobblase. Vor allem da steht sogar Geburtstag von Hobblase. Komm jetzt aber weg, Mensch.
Guck mal, seiner Rüstung tue ich gar nichts. Ja, die Folge ist halt jetzt sowieso rum. Aber ich hätte gerne noch gewusst, warum wir da das Symbol hingebatscht haben. In der Regel heißt das ja, dass da irgendwas Dickes ist. Hä? Und wo ist hier was Dickes? Schlimmer Drachental. Da haben wir so rote. Ah, aha, ah. Ah, nee, hier ist ja was ganz anderes. Von diesem merkwürdigen Objekt geht ein seltsames Glühen aus. Und es pumpt auch so schön. Pum, 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 pum. Ja, hier würde ich eher sagen, ganz ehrlich, machen wir das neue Symbol. Also den weg. Und den Haken dahin. Komme ich jetzt überhaupt mit dem Quarz? Bis da hinten hin? Komm da nicht hoch. Nee, guck mal, schon ist er wieder weg. Also wie zum Kuckuck kriegt man da oben jetzt das Ding da kaputt. Ja, oh, schaffe ich nicht. Das muss man da irgendwie kaputt machen können. Da muss doch irgendwas in der Nähe sein. Ich frage jetzt nur, wo? Kriegt es ja nicht bis hier hin. Also wo zum Kuckuck bist du? Wo zum Kuckuck bist du? Nee, 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 wo zum Kuckuck bist du? Meine unten sind ja welche, aber die reichen nicht. Und hier oben friert schon wieder. Also dieser Frosttrank, der bringt gar nichts. So schnell wie ich hier am Abzittern bin. Ne, hier ist. Na gut. Dann beende ich hier jetzt die Folge. Hier bei meinem Alchemie-Gedöns. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Ich werde jetzt aber die Aufnahme hier beenden. Details, ich weiß nächstes Mal gar nicht, warum ich wir überhaupt hier sind. Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen? Darf man sich hier hinsetzen? So. Ich alchemiere hier rum. Ja, dann lassen wir doch ein Abo da. Ich würde mich freuen. Vielleicht zum Geburtstag nachträglich. Dankeschön. Wir sehen uns. Haust rein. Bis dann. Tschüss.